Willkommen. In diesem Video geht es um die Prüfungsfrage: Was ist ein Markt? Und wir stellen uns wieder vor, der Prüfer fragt das in der mündlichen Prüfung. Ich habe oft gesagt und sage es hier wieder: Fragen, die mit ist daherkommen, sind tückische Fragen. Es ist also als erstes besser, wenn man dieses ist gedanklich, dieses Hilfsverb, durch ein Vollverb ersetzt und zum Beispiel mal fragt, was passiert statt ist, was passiert auf einem Markt? Fragezeichen. Ja, das ist schon mal besser als dieses, was ist ein Markt und was passiert auf einem Markt? Auf einem Markt wird gehandelt und auf einem Markt wird gekauft. Ja, so viel können wir sagen. Wenn Sie jetzt sagen, ja, gehandelt, das kenne ich nicht so, das hängt vom Kulturkreis ab. Es gibt Kulturkreise, wo sehr viel mehr gehandelt wird, es gibt Kulturkreise, wo weniger gehandelt wird. Auf allen Märkten wird gekauft bzw. verkauft und auf manchen wird stärker gehandelt als auf anderen, je nach Kulturkreis. Also wir können durchaus diese beiden Verben hier herausarbeiten. Auf Märkten wird gehandelt und gekauft. Ja, dann fragen wir doch mal als nächstes, wer? Wer handelt? Wer handelt und wer kauft? Und da können wir sagen, es sind Käufer und es sind Verkäufer. Und wenn wir in der Volkswirtschaft sind und das hier eine volkswirtschaftliche Prüfung ist, dann ist man da ein bisschen vornehmer und sagt, Käufer, das ist die Nachfrage und Verkäufer, das ist das Angebot. Ja, im Prinzip sind das die Menschen, die hinter der Nachfrage stehen und die Verkäufer sind die Menschen, die hinter dem Angebot stehen. Womit wir zum nächsten Punkt kommen. Was ist Nachfrage? Klären wir Nachfrage. Nachfrage ist am Markt, da ist der Begriff wieder, am Markt wirksamer Bedarf. Ja, auch das sind wieder diese volkswirtschaftlichen Einteilungen. Man sagt, es gibt Bedürfnisse, es gibt Bedarf und es gibt Nachfrage. Ja, Bedürfnis ist ein Mangelempfinden, ich möchte etwas unbedingt haben. Bedarf ist, ich habe auch die Kaufkraft, ich habe das Geld, um mir das zu kaufen. Und wenn ich dann an einen Markt gehe und handle und kaufe, dann ist es Bedarf, der am Markt wirksam wird. Wirksam heißt also tatsächlich handeln und letztlich dann auch kaufen. Das ist also Nachfrage. Am Markt wirksamer Bedarf. Und was ist Angebot? Nächster Begriff, der in diesem Zusammenhang aufgetreten ist. Was ist Angebot? Güter und ich kürze ab Dienstleistung DL zum Verkauf. Ausstehend. Ja? Güter und Dienstleistungsverkauf ausstehend, das ist das Angebot. So, und jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass wir jetzt hier auch die Definition ableiten können. Was ist ein Markt? Doppelpunkt. Das ist das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Überall, wo Angebot und Nachfrage zusammentreffen, sprechen wir von einem Markt. Das heißt, wir können noch ergänzend festhalten, egal wo und egal wann. Und wir können sogar sagen, egal wie. Ja, egal wie. Klassisch stellt man sich unter einem Markt einen Marktplatz vor, sowas wie ein Gemüsemarkt, ne? Was man ja auch kennt, ja? Oder Wochenmarkt. Ne? Da sind dann Stände, wo Gemüse angeboten wird und Leute, die gucken und Leute, die kaufen und vielleicht auch Leute, die handeln. Ne? Das ist ein Markt, aber das ist nicht die einzige Form von Markt. Ja? Egal wo, egal wann und egal wie. Angebot und Nachfrage zusammentreffen. Das ist also zum Beispiel
Auch der Verkauf im Internet, das ist dieses egal wie, kann auch im Internet sein. Egal wann. Ja, Sie können mit im Internet mitten in der Nacht Schuhe bestellen, wenn Ihnen danach ist. Ja, während Sie das auf dem Wochenmarkt vielleicht nicht können. Egal wann und egal wo. Auch da haben wir wieder die Sache, wie dieses wie. Internet wäre auch das wo egal. Also der Ort ist auch völlig egal. Also die richtige Antwort lautet, was ist ein Markt? Es ist das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage, nur dass ich zu dieser Definition hingeleitet habe über die Frage, was passiert auf einem Markt? Wer? Ja, damit sind wir zu den Begriffen, wer handelt? Ja, was passiert? Wer handelt? Vielleicht ergänzen wir das hier noch. Wer handelt? Wenn da was passiert, dann muss es ja Handelnde geben. Da sind wir bei Käufer und Verkaufer, beziehungsweise Volkswirtschaft bei Nachfrage und Angebot. Da haben wir Nachfrage und Angebot definiert und dann diesen Begriff abgeleitet. Ja, so kann man sich das zusammenbauen. Es ist gar nicht so gut, wenn man im Mündlichen sofort hier so eine Definition runterrattert. Ja, dann sagt der Prüfer, denkt der Prüfer sofort, oh, auswendig gelernt. So, jetzt könnte man aber hier an der Stelle noch weiter fragen. Zum Beispiel, der Prüfer könnte fragen, haben Sie schon mal was gehört von einem vollkommenen Markt? Also vollkommener Markt? Ja, das wäre dann zum Beispiel die nächste Frage, die man hier anschließen könnte. Was ist ein vollkommener Markt? Und da merkt man sich, dass der vollkommene Markt ein theoretischer Idealmarkt ist. Der vollkommene Markt ist ein theoretischer Idealmarkt, der bestimmte Bedingungen erfüllen muss, und zwar alle die Bedingungen, die jetzt kommen. Gut, sagt der Prüfer, können Sie mal ein paar Bedingungen nennen? Ja, klar, sagen wir gerne. Homogenität. Gleichartigkeit. Homogenität, ja, von was denn? Von den Gütern und Dienstleistungen, die angeboten werden. Die sind alle gleich, da gibt es keine Unterschiede. Ja, es gibt keine Differenzierung der Produkte. Die Güter sind homogen. Dann vollkommene Transparenz. Ja, man muss sich aber nur das Wort Transparenz merken. Homogenität, Transparenz. Ja, dass die vollkommen ist, steckt hier in dem Begriff schon drin, vollkommener Markt. Transparenz, vollkommen Transparenz bedeutet, jeder weiß alles. Dann unendlich schnelle Reaktion. Unendlich schnelle Reaktion, vor allem auf was? Auf Marktveränderungen. Na, das heißt, wenn irgendwo der Preis gesenkt wird, dann, weil die Güter ja gleich sind, kaufen alle sofort da. Unendlich schnelle Reaktion und keine Präferenzen. Es gibt weder persönliche Präferenzen, dass man einen bestimmten Verkäufer sehr kompetent findet, sehr nett findet, mit dem gut klarkommt und deswegen immer dort kauft, gibt es nicht. Also keine persönlichen Präferenzen, keine zeitlichen Präferenzen, keine örtlichen Präferenzen. Ja, keine Präferenzen bedeutet weder zeitlich, ja, dass man zu bestimmten Zeiten gerne kauft, zu bestimmten Zeiten nicht kauft, noch örtlich, noch persönlich. Ja, keinerlei Präferenzen, das ist der vollkommene Markt. Und jetzt kommt noch die Abschlussfrage und die schreibe ich nicht mehr hin. Wann haben wir einen unvollkommenen Markt? Es muss nur eine dieser Bedingungen verletzt sein und schon ist der Markt unvollkommen. Das sind also sozusagen Fragen, die man um diesen Begriff Markt hier in der mündlichen Prüfung entwickeln kann. Alles Gute, Marius Ebert.